Willkommen zurück in Sochi. Gleich schalten wir in die Boxengasse hinunter, wo die Autos für die Qualifying-Runden vorbereitet werden. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Kann losgehen, sobald du bereit bist.
Ringflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Thank you.
Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 40,6. Klasse, du bist auf der Pole Position. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Vettel, Hamilton und Valtteri Bottas. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten.